Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Corps Party 93 Stufe. Wir sind jetzt wieder vereinigt, Yoshiki und Ayumi. Und ja, der Yoshiki, ich frage mich wirklich, wie hat er das hier überstanden? Der wurde ja von dem Kerl mit dem Hammer niedergeschlagen und ist im Raum aufgewacht und man hat ja eigentlich gesehen in der Sequenz, wollte auf ihn einschlagen, aber er meinte, er ist einfach sehr schlecht im Zielen und dann konnte er abhauen. Na, zum Glück. Können wir jetzt hier durch? Nope. Der Yumi hat ja jetzt die Puppe wieder aufgenommen und in einem Flur hat sie angefangen zu weinen. Das könnte ein Zeichen sein, dass dort irgendwie was ist mit der Leiche von dem Mörder. Ich mache jetzt Anführungsstriche, weil die Nao sagt, wir sollen den Mörder hier finden. Ja? Und seine Seele irgendwie dann beruhigen oder was auch immer, damit die Geister ja beruhigt werden. Pff. Aber ich glaube, ich habe da irgendwie ein Gefühl, da steckt da mehr dahinter. Weil, besonders auch, warum die Nao dann so komisch reagiert hat. Oh. From Red Door, 6 Steps Horse, 13 Paces Rooster. Super, was ist denn das jetzt für ein Code? Von der roten Türe. Rote Türe. 6 Schritte das Pferd. Und 13 Paces der Hahn. Ja, Worte. Was soll denn das bedeuten? Ja, und die Nao, der hat ja auch so komisch reagiert dann, also. Ich weiß nicht, ob man ihren Worten wirklich dann so viel Glauben schenken kann. Von der rote Tür. War das hier die Tür von einem Kastellien vielleicht? Oder ist die gelb? Ich habe das ge... Oder ist die... Doch, die ist rot. The door is locked. Erratic noise. 13 Pferd? Also 16... Also Pferd wäre Horse? Oder Rooster? Also... ja, wie... Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, da was zu finden, 9? Von der roten Türe, ja, ist diese rote Tür gemein oder eine andere rote Türe? Und was meint es mir ja mit Pferd und Hahn? Also die Puppe hat es ja gesagt. Moment, bin ich blöd, die Tür zum Keller wahrscheinlich, oder? Also muss ich da vielleicht was abziehen, aber da komme ich ja nicht mal. Guck da, da komme ich ja gar nicht hin. Da komme ich ja gar nicht hin. Sollen das Richtungsangaben sein? Das mit dem Pferd und dem Hahn? Wer lacht da so, checkert? Wer lacht da? Ich möchte Witz hören. Oder bist du da unten? Wer ist da? Wer ist da? Zeige dich! Da kann ich jetzt mit dem Kishinuma darüber, also mit dem Yoshiki hier rüber. Let's not go that way. The air is really heavy. It makes my ears ring. Can't believe there's a second ring to this place. I had no idea. Naja, das, was ich da gesehen habe, nicht so sehenswürdig. Also hier passiert was, da hören wir was. Die Puppe reagiert. Wenn du dahin bist, kannst du playen. From Red Door, 6 Steps Horse, 13 Paces Rooster. Besonders diese Einteilung, das sind es. Schritte und da Paces, also Plätze. Was meinen die? Da muss ich auf meinen Krebs einschalten. Was meinen die? Kannst du mir was sagen? No, hört's. Nope. Keine neue Information. Hm.
Das ist die einzige rote Tür, die ich sehe, aber die Schritte kann ich da ja gar nicht ablaufen. Moment mal, was? Classroom 5A is assigned but no classroom. Aha! There's a sign but no classroom. Ei, guck an! Kann ich da etwa in einen. Kann ich da irgendwie eine Tür oder so öffnen? Ha. Finde ich vielleicht den Schlüssel, wenn ich hier den. Finde ich vielleicht den einen Schlüssel, wenn ich hier diesen. Den Koordinaten folge? Hm. Ich drücke hier gerade mal überall am Boden. Vielleicht finde ich ja was. Wobei normalerweise würden ja Schlüssel hier offen und glitzern dastehen. Aha! One of the floorboards here is slightly raised. Peering through the crack, you can just barely make out some sort of bag in the dark recesses below. Try to pull it out. Yes! Wir haben was gefunden. Aha. With a bit of fidgeting, you were able to remove the item from its compartment. It's a small bag made of hemp and stained liberally with blood. There's a name tag attached to the front. Heavenly Host Elementary School Class 5A, Ryu Yoshizawa. What's gonna be inside, I wonder? Here, have a look. No way, I'm not touching that thing. You look. Da ist ein Kopf drin. Ugh, I have a weird feeling about this. Ah! Oder eine Zunge. What? What is it? What's in the bag? See for yourself. Hee! The bag appears to contain a sewered human tongue. Hey, return it. Return it. This name tag, it's a boy's name. It must be the ghost of the little boy. Shinozaki! What do we do with it? It's so nasty. We give it back. To its rightful owner. Der Junge im ist doch hier im Krankenzimmer, oder? Hä? You out of your mind? Ryo's tongue, the severed tongue of one of the heavily housed murder victims, sealed in a small hemp bag. Also hat uns die Puppe nicht zu dem Mörder geführt, sondern hier zu einer seiner Trophäen. Gut. Ich habe jetzt nicht genau abgezählt, aber ich habe zumindest gewusst, hier irgendwo in der Nähe ist was zu finden. Und das war das Ausschlaggebende. So, jetzt muss ich nur wieder zu der Infirmary kommen. Das war doch, glaube ich, hier drüben gewesen. Da haben wir die Treppe hoch, oder? Jo, da bin ich richtig. Sehr schön. Und einmal bitte speichern zwischendrin. Wir sollen also jetzt versuchen, hier die Geister der Kinder einem nach dem anderen zu beruhigen. Und letztendlich auch von dem Killer. Und da bleibt nur das Mädchen übrig im roten Kleid. Der ich nicht so trauen mag. Bin ich hier richtig? Bin ich da richtig? Moment, Moment, Moment. Nein, ich bin verkehrt. Ich muss da oben weiter, oder? Also hier kam auch immer auf sein Kilometergeld, aber da kann ich doch gar nicht hoch. Das wäre ja hier der Abschnitt von den Toiletten. Aber da habe ich nichts mehr zu suchen. Moment, ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen, weil das ist hier das Klassenzimmer. Und ich glaube, Richtung... Da bin ich ja von hier gekommen, also muss ich den anderen Weg gehen. Und nicht durch den Gang, wo es zum Westflügel geht, sondern unten entlang. Puh, das zeigt zumindest mal, dass ich hier lang genug gespielt habe, dass ich jetzt so nach und nach mich jetzt hier auskenne. Ja. Ohne hier eine Karte zu haben. Okay, das ist der Eingang. Gut, hier nicht, hier nicht. Aber hier rechts weiter, genau, und dann runter, und dann geht's hoch, und dann hinaus. Jawohl, ja, hier muss es sein. Jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Richtig, mein Building 12 ist da, super. Da möchte ich sein. Kann ich eigentlich noch in das Science Lab reinwandern? Wenn ich den richtigen Schlüssel finde, vielleicht.
So, einmal speichern. Wir sind wieder in der Firmary angekommen. Und ich habe was für dich. Kannst du wieder mit uns sprechen? Servus. Hallo? I know. No eye contact, right? Yeah, but... Ayumi produces the boy's tongue from her bag, but nothing seems to be attracting his attention. He simply isn't noticing it. In order to give him back his tongue, he needs to see it, to know we have it. So it's gotta be directly in his field of vision, huh? Not gonna happen. If his eyes meet mine, I'm dead, right? And then what? Wait, hold up. I've never seen you shake like that before. Alright then, I guess a man's gotta do what a man's gotta do. He's all yours. No, stop. You can't let his gaze meet yours. Ja, was jetzt? Was, wie soll ich's tun? Ich müsste es ihm zeigen. Und das geht nur, wenn ich ihn angucke. Oder? Ah, der ist aufgestanden. So, jetzt stehen wir da. Wir zwei Macker. Und was nun? Okay, ich probier's einfach. Crap, he's looking right at me. Da. Ah! Ryo Yoshizawa! Huh? That's right, I know your name. Show him the tongue. Yes! I feel bad for what happened to you. But I can't sympathize with what you're doing. Hurting strangers because of your own despair. Putting them into a horrible place like this. And killing them. You killed our dear friend. I can never forgive you for that. Shinosaki. But this is yours. It's part of your body. So I'm going to give it back to you. Hand it over Ryu's tongue. My... my tongue. Thank you, miss. Ist das ein gutes Schütteln? Oder ein wütendes Schütteln? What's going on? Schließt sich jetzt der... Ah, weil er beruhigt ist, schließt sich jetzt sein Raum, oder was? Damn it! Another earthquake? You've gotta be kidding me! Uiuiui. Oh, öffnet sich jetzt wieder der Gang? I won't get anywhere by wallowing in self-pity here. Yuka, I swear I'll protect you. Please wait for me. First things first, though, I need to go check on Naomi. Gut, wir haben hier die Pose. Girl in the red dress. Hey! Hey you! Wait! Nicht die schon wieder. Will die uns was zeigen oder will sie nur abchecken, was wir gerade treiben, hä? Ob wir ihr auf die Schliche kommen vielleicht? Ich komm dir auf die Schliche. Ja. Detective Jove is on the case. Okay, wie komme ich jetzt nochmal hier Richtung hier, Infirmary, das war nicht hier. Ah, warte. Ich war ja schon da gewesen. Es war ja nur der Gang runter. Aber ne. Du willst ja hier dem Mädchen im roten Kleid folgen. Pff. Naomi ist jetzt wichtiger. Geh zu Naomi. Liebe die Naomi. Na, umarme die Naomi. Moment, ich habe hier eigentlich das eine Nametag aufgenommen, oder? Von dem Jungen, das müsste ja passen. Oder doch nicht? Nee. Anscheinend hier nicht. Gut. Boah, die Tür ist zu.
Infirmary, the door's locked. What's the... I know I left this door unlocked. It feels like someone on the other side is pushing against it to keep me from getting in. Naomi? Are you there? If that's you, open the door, please. There's no answer. Is it someone else? Oh, wahrscheinlich, weil auf der anderen Ebene ja da gerade der Geist ist mit der Ayumi und dem Yoshiki. Und weil da gerade hier was stattfindet, ist es blockiert. Oder dieser Raum wird überhaupt nicht mehr frei. Oh nein. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn da sich ein Raum schließt? Hä? It's the body of Saiko Shinohara. Her neck's been squeezed into an hourglass shape with a deep crimson rope burn at its center. Shinohara. Okay, was tun? Was kann ich tun? Kann ich vielleicht die anrufen oder werde ich angerufen? Weil ich habe hier ja Cellphone. Science Labs, it does move wing slightly and seems unlocked. But it won't open more than a tiny sliver. It appears as if something is blocking it from the other side. Aha! Wenn ich also einen passenden Gegenstand habe, könnte ich es aufmachen, hä? Oder ich müsste was von der anderen Seite verschieben. War ich eigentlich jetzt... Dieser Raum, wo ich war, war das vielleicht das Science Lab? Könnte das sein? Okay, vielleicht soll ich... Also ich kann nicht zu Naomi. Dann muss ich doch hier dem Mädchen irgendwie folgen. Oder einen anderen Weg in das Labor finden. Aber das geht ja gar nicht von hier aus, oder? Sehr merkwärtig. Glas im Feuer, so der seems attached to the wall. Hier geht's nicht weiter. Also diese Ebene scheint die beste zu sein, wenn wir halt zum Keller wollen. Aber im Moment ist das ja auch nicht offen. Also hier bräuchte ich die Naomi, um den Gegenstand zu kriegen. Also erstmal muss ich mich mit der Naomi wieder treffen. Moment. Hä? Also der Geist hier. Da war ja eigentlich die... Ah, oh, was ist das denn? Someone's cell phone is lying on the ground. Pick it up. Yes. Psycho's cell phone. Found in the hallway. Seems Psycho was writing a text message to Naomi when she dropped it. This is Shinohara's, isn't it? Psycho seemed to have been in the middle of texting someone when she dropped her phone. The text entry window is still open. While confirming the phone's owner, Satoshi wound up inadvertently reading the whole thing. Shinohara. I'm sorry, Shinohara. I really didn't mean to. Aber was hast du gelesen, dass sie sich auch entschuldigen wollte, hä? I don't think Naomi should see this. Not now, at any rate. Bitte was? Sie soll das nicht lesen? Was hat sie denn geschrieben? Oh mein Gott, hat sie sich doch selber umgebracht? War das kein Geist oder so? Nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Hä? Das ist der Ort hier, der macht uns alle hier wahnsinnig. Okay, ich habe hier Handy. Was jetzt? Oder muss ich vielleicht doch damit zurück? Und es ihr zeigen? Oder beim Science Lab was machen? Vielleicht bekomme ich ein Signal? Ja, das sind halt diese Rätsel bei dem Spiel. Man muss wirklich mit den richtigen Gegenständen am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein und dann passiert was. Ja, es passiert was. Ich wusste es. Ich hab's doch gesagt. Psycho, I can't stop the bleeding from your chest. Oh, everything's going white. All around me. Das ist eine Erinnerung, oder? Aber eine Wunde an der Brust, was? Die tut wahrscheinlich nur so dramatisch, oder? Naomi, when I die, will you be sad? Of course I'll be sad. Don't you dare die on me. If I do, I want you to leave me here and find a way out of the school. Because I know, Naomi, I know you'll make it. If you die, Psycho, I don't think it'll be okay.
You have Mochida. Even if I'm not around, he'll take care of you. Das scheint mir keine Erinnerung zu sein, sondern ein Traum, was sie sagen würde. What are you saying? You're an idiot. Ah, look at you. Your nose is all runny. I'll bet nobody else in class has ever seen you wish with so much snot before. Oh, jetzt werde ich auch gleich hier. What is wrong with you? I'm ready for this, Naomi. Don't feel bad about leaving me behind. Just go. Naomi? All right already. Don't worry about me. Relax. I'm cold. Psycho. Damn, I just realized I'm going to die without ever kissing anyone. Will you kiss me, Naomi? Hi! Auch in ihrem Todesmoment und wenn es ein Traum ist, sie ist und bleibt die Psycho. Hä? Seriously? I just want to know what it feels like. Don't be stupid. It'll be okay. It's between us girls. You won't have to count it as your first kiss. That's not the po- Naomi. Kiss, yeah, don't kiss. Ich hab eine Wahl. Küsse sie, es ist ihr letzter Wunsch. Mwah. I got kissed by Naomi. Your lips are a lot softer than I thought they'd be. Same here. Psycho, are you crying? Why, Naomi? I was ready. But now, I don't want to die. Psycho. No, I don't want to die. I want to be with you, Naomi. I want to be with you always. Psycho. Psycho. Ich hoffe, dass ich das gut genug rüberbringe, weil, wie gesagt, ich kann nicht auf Kommando weinen, ich kann nicht auf Kommando lachen. Daher solche emotionalen Momente. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut rüberbringe, dass ihr euch nicht denkt, der Jovo, der macht sich drüber lustig. Nein, das ging mir jetzt gerade wirklich nah. It was all a dream? What the hell kind of dream was that? Man sagt manchmal, man träumt, was man hier im Inneren fühlt. Also wolltest du die Psycho vielleicht auch selber mal küssen? War es auch dein Wunsch gewesen, dich irgendwie von ihr zu verabschieden? Vielleicht. Okay, wir sind hier. We are on the run, we are on the go. Die Tür ist wieder aufgegangen. Yo! Naomi! Oh oh, ihre Augen sehen wieder anders aus. Satoshi, please. Don't leave me alone in here like that. Sorry, I was out looking for Yuka. Oh, okay, das war nur der betrübte Sprite. Oh, okay, that makes sense. Did you find her? No, the corridor that leads to where I saw her last went back to being a wall. I can't find any way of getting to the other building anymore. Other building? There's a whole other building? Yeah. Looks like the school, Yuka. The school Yuka, Morishige, and Irene is different from this one. We need to find some way of traveling from one space to another. That would be ideal, yeah. Wait a minute. Why are you standing out here instead of waiting inside the infirmary? I was attacked in there earlier by some kind of black shadowy mist. So I was a little scared to be in there, afraid it might attack me again. You serious? I'm really sorry about it then. Don't worry about it. But there's something in there for sure. I think we should keep our distance. No objections here. Naomi, you seem spacey. Are you alright? I dreamed about Psycho. Oh.
Oh. Psycho must have really suffered. She just wanted me to understand. Zeig ihr das Handy. Ist das eine Wahl? Naomi, don't let it get to you, please. Geh in mich über. Kann ich jetzt nochmal rein zum Speichern? Jo, ich kann speichern, schön. Das ist eine Wahl und bleibt eine Wahl. Oh Mann, wann soll ich hier das Handy zeigen? Ist das überhaupt eine Wahl? Weil ich weiß ja nicht, was da drin steht. Okay, was tun. Oh, können wir hier vielleicht zusammen? Moving light, the tiny slayer, the pieces of time, the bomb from the other side. Können wir es freischieben? No? Nein, nicht. Schade. Was tun? Da geht's ja nur zu den Toiletten, wo die Psychquest. Also der Körper ist noch da. Hier next being quest. Shinohara. Oh Mann. Es ist aber etwas Beruhigendes, dass die da bleibt und sich nicht irgendwie bewegt. Ja. Und nicht, dass sie dann jetzt zum Geist wird und irgendwas dann dadurch dann sich dann uns dann auch heimsucht, was weiß ich. Also da könnten wir was machen, wenn wir mit dem richtigen... Ah, stimmt! Ja, bin ich blöd. Ich kann ja jetzt mit der Naomi mir den Gegenstand holen. Total wieder vergessen. Durch das ganze Emotionale hier, durch das Küssi. Wo bin ich nur mit meinen Gedanken, gell, Leute? Wo bin ich nur? So, einmal hier hoch, einmal hier rüber. Schneller laufen kann ich leider nicht. Gut. Der eine Geist ist ja besänftigt und vielleicht... Machen wir hier irgendwas Bestimmtes, wodurch wir auch noch den anderen Geist besänftigen können. Hier müsste es sein, oder? Jo, da ist es. Kannst du da drüben stehen bleiben? Kannst du dir das holen? Das ist sicherlich auch wieder ein Schlüssel oder irgendein Gegenstand, mit dem wir vielleicht mit dem wir da die Tür aufmachen können. So. The lights change positions again. Naomi, would you mind waiting here for a sec? Sure, no problem. Ein wiederholendes Rätsel, aber ein einfaches Rätsel. Alleine kann man es einfach nicht schaffen. Naomi, now, grab it. Okay, got it. Oh mein Gott, du hast mich. Custodian's Key. A blood red key labeled Custodian's Closet. We got it, baby. Nicely done in there. In fact... You seem totally unfazed. Did you figure out what we needed to do on your own or something? Actually, I had to do something similar before. With Psycho. Did you? Same here, but with Yuka. Let's keep moving. We'll find her. I know we will. Yeah. Jetzt haben wir nämlich den Schlüssel. Jetzt können wir endlich wieder rein und können uns hier die Kassette anschauen. Und das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Video sehen werden. Custodian closes the doors locked. There's an erratic noise. The last item coming from within. Use a custodian's key. Yes, da fragst du noch. Squeak. Hallo? Jemand da? Oh. Who turned out the lights? What's going on? Why is it so cold? Something really smells. And it's pitch black in here. Can you find a light switch anywhere? I try, found it. Oh, was werden wir sehen? Phew, thanks. Ich dachte schon, hier irgendwie haufenweise Leichen, die auftauchen. Man, it does stink in here. And it's not just mold, is it? Probably not. That's odd. What is? Nothing. It's like déjà vu. I could swear I've seen this room before. Oh, hast du das? Hast du ihn schon mal gesehen? In einer anderen Zeitlinie vielleicht? Every day up through November 18th, 1975 is crossed off with a big X. November 18th, am 17. war doch das gewesen mit den Morden. Was war der Sound? It's an old beat up kettle. Inside the cabinet there's a notebook labeled Night Guard Logbook and a few crumpled pieces of paper. Hilf ost im minte or confinement to no taking applications.
The sheets of paper contain what appears to be a seemingly endless list of names. The lettering is worn, however, making it impossible to confirm exactly what's written. It's an old Japanese-style Fusuma sliding door, presumably opening to a closet. It's torn and stained in equal measures throughout its surface. Something seems off about this closet. I get the feeling this is one door we shouldn't open. Oh, meinst du? Okay. There's a video 8 camcorder lying on top of the TV. Its cassette deck is empty. Its batteries also seem to have run out. However, as the LCD display isn't turning on. What is something this recent doing in a place like this old? Maybe it belonged to someone who was brought here, like us. Yeah, that does make sense. Now, vielleicht? Unfortunately, there's no cord here to hook it up to the TV. And it's out of batteries, so it doesn't look like we'll be able to get much use out of it. Oh, wo sind der Zettel auf einmal her? There's a magazine article here from a publication called Strange But True, Stories of the Occult. It's a follow-up to a previous report. Read it. Oh, was wir gelesen haben. Yes, release es. Strange But True, Stories of the Occult. Chasing Down the Hidden Past of the Cursed School Building. Follow-up by Ku Kibiki. Let's talk a bit more about Yoshikazu Hanagi Hori, also der Sohn des Schuldirektors. Beloved son of Heavenly House Elementary's principal Takamine Hanagi Hori. The man was a born instructor, pure and simple. He took up the mantle as soon as he could and performed his duties with peerless panache. But then the illness struck, and little by little his winning personality gave way to pure instinct. He was slowly losing all sense of identity. Also, the cause of this illness was unknown. Its effects were anything but. Simply put, the good teacher had begun reverting to a childlike state. He began carrying an antique doll with him at all times. Es ist also seine Puppe. Und der Typ mit dem Hammer ist wahrscheinlich der Sohn, der Geist des Sohnes. A memento from a long forgotten festival, perhaps given to him by his late mother. His behavior during class degraded quickly. More often than not, his lectures would cease before the period's end, and he'd begin wailing mournfully. Finally, several months prior to the kidnapping and murder incident, Yoshikazu reached a point where he could no longer communicate his thoughts. Although he could still understand others, he became virtually incapable of forming words without intense focus. Also er konnte anderen noch zuhören, aber er konnte selber nicht mehr sprechen. Given all the evidence mounted against him, Yoshikazu Hanagi Hori was arrested on multiple counts of kidnapping, murder and desecration of the dead. But due to his mental condition, he was never able to confess his involvement in these crimes, nor even probably discuss them with authorities. Daher ein guter Komplize, wenn jemand anderes den Morde getan hat und wollte es so aussehen lassen, als wäre er es gewesen, aber er war ja wahnsinnig, deshalb konnten sie ihm nicht wirklich die Schuld zuschieben. Aber sie brauchte halt jemand brauchte einen Sündenbock. Everything hinged on the testimony of the sole survivor, Sachiko Shinosaki, age 7. Das Mädchen in dem roten Kleid heißt Sachiko? Sachiko Forever After Charm. Sieht man da eine Verbindung? Ja! Wenn die nämlich vielleicht von Natur aus so eine sadistische kleine, ich sag das Wort nicht, Tusse ist, dann würde sie das irgendwie ausnutzen wollen, um einfach nur dieses Gefühl haben von, ich töte. So wie man das bei dem Kisame gesehen hat, der wohl auch so drauf ist. Moment mal. Shinosaki? Ich müsste mich jetzt sehr täuschen, aber ist nicht der Name, der Familienname von dem Kisami Shinosaki? Nee. Oder doch? Das müsste ich mir nochmal anschauen. Wenn das der Fall wäre, dann würde da sogar eine Verbindung zwischen den beiden bestehen. Dass die vielleicht irgendwie Stiefgeschwister sind. Aber nochmal, um den Punkt zu kommen. Also,
Und sie hat dann dieses Ritual, dieses verfluchte Ritual dann in die Welt geführt, um weiter töten zu können. Weil sie dieses Gefühl mag, diese Verzweiflung, das Tod, das Verderben. Könnte das sein? In search of the truth behind the less scientific applications this incident spawned, I of course chose to follow the trail of this mysterious little girl. Those who have seen the infamous newspaper photos accompanying the story may remember Sachiko best as a girl with the strikingly unusual red dress. Unusual? Ja, wahrscheinlich war es hier auf Blut gedrängt, doch eigentlich war es weiß gewesen. It's hard not to feel sympathy for someone so young forced to watch other children her age being tortured and killed one by one. And certainly, if I were to find Miss Shinosaki and secure an interview, there would be some real moral concerns about digging up such painful memories. But then again, she's been a full grown and hopefully well-adjusted adult for over 10 years at this point. Nein, nicht unbedingt. Ja, wenn sie vielleicht schon früher gestorben ist. Und dann hat sich irgendwie hier verändert. Also, die ist hier. Die ist der wichtigste Charakter da jetzt. Die hier ist wahrscheinlich schuld an allem. Ich meine, man sieht ja sogar auf dem Wallpaper. Aber hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Aber nun haben wir die Bestätigung. Mit der Sachiko, da hat's was. Das ist der Teufel im Munde. By now she should be able to look back upon these horrific events with some objectivity and give a more thorough account of what happened that day. Oh, Szenenwechsel. I'm impressed, Shinosaki. You're far stronger than I thought. Totally fearless, in fact. I was scared out of my mind. My brain is still struggling to make sense of all this. Okay, but look, the ghost is gone. I guess we really managed to appease it. Are you all right? You should probably dry your tears and blow your nose at least. Ugh, what the hell? Not on my shirt! Didn't I tell you before that you shouldn't say things like that? What are you two? Ugh, that's really gross. Also, what are you? Two? Ugh, that's really gross. Not good. She's not normally like this. Shinosaki. Aber gut, wir haben es geschafft und wir haben eine weitere Info. Die Sachiko, die ist gewesen, sie ist die Schuldige. Und ja, meine Damen und Herren, ich denke, es ist ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende dieses Kapitels und dann würde ja das finale Kapitel kommen. Aber dann gibt es auch noch ein paar extra Kapitel, wo wir vielleicht die Story aus einer anderen Sicht sehen. Ich weiß ja nicht, was die extra Kapitel sind, weil das ist ja eine neue Version der Geschichte des Spiels. Das heißt, es könnten auch Sachen sein, die man vorher noch überhaupt noch nie gesehen hat. Aber gut, es bleibt spannend und ich merke wirklich, ich habe richtig Laune, die Geschichte ist gut, das Gameplay ist ja so die kleinen Rätsel, ich komme da so weit noch zurecht, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich möchte wissen, wie das endet. Werden sie es überleben? Wird es irgendwie doch Tote geben, an die wir uns erinnern müssen? Werden wir hier den Fluch brechen? Schalten Sie wieder ein mit der nächsten Ausgabe von Corps Party, meine Damen und Herren. Bis dann sage ich, ihr 93 Stobo, I love and entertain you. Tschüss and goodbye.